Hallo, ihr da draußen, die Welt. Hier sind Thomas Thiemeier und Rainer Weckwerth, der Whisky Club. Und wir stellen euch Whiskys vor. Wir testen die für euch und sagen euch dann, wie wir sie empfinden. Heute ist Bourbon-Tag. Man erkennt es an der amerikanischen Flagge. Das heißt, der liebe Thomas, der eigentlich ein großer Single Malt Fan ist, darf heute mit mir amerikanische Bourbon testen, aber bisher haben wir nur gute Bourbons getestet. Es war ja nichts dabei, wo er leiden musste. Es war bisher das reine Vergnügen und ich bin mittlerweile durch dich tatsächlich auch ein Stück weit auf den Bourbon gekommen. Kannte ich vorher gar nicht, hat sich aber mittlerweile geändert und wer mal da so im Hintergrund rumschaut, der wird ein paar Flaschen Bourbon und Rye Whiskys erkennen. Und wer zoomen kann, der sollte mal da hinten drauf zoomen, da stehen außergewöhnliche Bourbon und Rye Whisky. Bevor wir jetzt aber zu der Verkostung von diesem edlen Stückchen hier kommen, möchte ich erstmal ein ganz herzliches Dankeschön loswerden an die vielen, vielen Rückmeldungen, die uns über YouTube oder über Facebook mittlerweile zu unserem Whisky Club erreicht haben. Und ich möchte einfach stellvertretend für alle anderen hier mal drei vorlesen, die ich einfach besonders witzig fand. Da ist nämlich einmal eine Rückmeldung von Gwen. Nachnamen nenne ich jetzt hier nicht, damit es nicht zum Stalking kommt. Aber sie schreibt uns, als Irin fordere ich den Test von Tullamore Dew. Und dann schreibt sie noch, ihr seid definitiv total bekloppt, aber auf eine verflucht sympathische Art. Danke, liebe Gwen. Der Tullamore Dew, den werden wir uns merken. Der steht irgendwann auch mal bei uns auf dem Programm. Das ist einer der Lieblingswhisky meines Bruders. Ich kenne ihn also gut. Finde ich klasse. Dann eine zweite Meldung von einer Frau. Was ich höchst ungewöhnlich finde. Die zweite Frau? Die Frauen schreiben einfach lieber. Oder sie trinken gerne. Und zwar von der lieben Sandra. Sie schreibt, also nach eurem ersten Video haben wir dann gleich den Glenlivet besorgt. Gut, leider nur den 12 Jahre alten. Auch wenn ich ja überhaupt nichts rausschmecken kann von den Sachen, die ihr da aufgezählt habt, schmeckt er mir doch sehr gut. Also liebe Sandra, das kann ich gut verstehen. Das ging mir am Anfang auch so. Wenn man nämlich, wenn einem der Vergleich fehlt, dann kann man das auch ganz schlecht beurteilen. Es dauert auch eine Zeit lang, bis man Geschmack dafür entwickelt hat. Das ist, hat was mit Übung zu tun und Erfahrung. Erfahrung, Übung und vor allen Dingen, man muss es mal vergleichen. Man muss auch mal zwei nebeneinander probieren und dann wirst du schon die vielen, vielen Unterschiede entdecken. Und dann noch eine Meldung von einem Herrn, dem lieben Ralf. Und zwar schreibt er zu dem Theorievideo, was ich ja neulich mal hochgeladen habe, sehr ausführlich und leicht verständlich rübergebracht. Lediglich die Torf- und Rauchnote hätte man bei der Trocknung noch anbringen können. Ansonsten war alles Wichtige drin. Auf die zwei Balvenies im Regal bin ich jedenfalls neidisch. Und er meinte diese zwei hier. Das ist einmal der 21-jährige Portwood und einmal der 15-jährige Single Barrel. Da hinten haben wir noch einen Madeira. Ja, lieber Ralf. Da kannst du auch neidisch sein. Bist du zu Recht neidisch, denn das sind zwei wirklich exzellente Stöffchen und die werden wir auch noch. Die werden wir auch noch testen und nicht leiden lassen. So, das war es jetzt mal erstmal mit der Leserpost. Ich würde sagen, schreiten wir mal. Du darfst ihn vorstellen. Ich darf ihn vorstellen, weil ich der Bourbonman in unserer Beziehung bin. Ich stelle euch heute einen Knob Creek vor, einen 9 Jahre alten Straight Bourbon. Der kommt aus der Destillerie von Jim Beam. Man soll es kaum glauben, mit Jim Beam verbinden die meisten Billig-Whiskys, aber Jim Beam ist auch durchaus in der Lage, hochwertige Whiskys herzustellen. Und hier haben wir einen wirklich außergewöhnlich guten Whisky. Ich bringe ihn mal nach vorne, damit ihr die Flasche sehen könnt, die ich übrigens sehr schlicht und elegant finde. Es ist ein 9 Jahre alter Whisky mit einer ordentlichen Stärke. Er hat nämlich 50%. Ah, jetzt ist es, er greift schon zum Wasser. Ich hol schon mal mein Wasserkrüglein. Irgendwann mal wirst du von den Bourbon-Tastings ausgeschlossen, weil du immer... Ich bin halt besorgt um meine feinen Geschmacksnerven und habe Angst, dass die abgetötet werden bei 50%. Also Männer trinken ihn so, wie er ist. Und schauen wir uns ihn noch kurz an, bevor es losgeht. Und jetzt würde ich sagen, schenken ihn wir mal ein. Ja. Und dann schauen wir mal, ob er wirklich Wasser braucht. Also richtige Amerikaner trinken ihn auch nicht so, wie wir das machen, sondern die schotten ihn runter. Das mache ich auch nicht. Das ist dekadent. Ja, aber die Uni machen. Also so ein Whisky runterzuschütten ist ein Verbrechen. Ich bin ein Mädchen in der Hinsicht. So, ich werde erstmal dran riechen, bevor ich den mit Wasser verunreinige, oder? Ja, lass uns mal kurz anstoßen und reinriechen. Zum Wohl. Zu mir hat man Ihre gesagt, Whisky verdünnt man nur mit Whisky. Ich glaube, der Mann hat einen Effekt gehabt. Das nennt man dann ein Blend. Um wieder beim Fachjargon zu sein. Aber ehrlich gesagt, so stark riecht er gar nicht. Im Vergleich zu dem El Martini, den wir neulich hatten,
Ich finde, der ist jetzt nicht stärker, obwohl der immerhin nur 45% hatte. Der ist schön weich. Ich glaube, ich lasse das Wasser doch mal weg. So. Ein mutiger und weiser Entschluss. Aber ich finde, er riecht wunderbar. Er riecht doch. Und zwar riecht er überraschend anders als die Bourbons, die ich bisher getrunken habe. Also ich finde, er riecht nach der riecht nach Aprikose. Ja. Orangenblüten. Genau. Dieses Orangige ist bei ihm einzigartig. Er hat nicht so viele aber nicht, Noten. Nicht, aber nicht so bitter wie die. Nee. Aber eher frisch, nicht, so, ja, nicht genau. So süßlich, nicht so trockenfruchtmäßig, sondern wirklich geriebene Orangenschale, dieses Frische, dieses Aromatische. Ja, genau. Diese Öl. Manchmal sagt er was Wahres. Dann natürlich vermischt mit dem ganz typischen Vanilleeinschlag, der aus den amerikanischen Weißeichenfässern stammt. Oh, ganz toll. Lass ihn uns probieren, süße, Thomas. Aber, genau, aber lass ihn uns probieren. Ah, boom. Und da ist er, der Alkohol. Da sind die 50%. In der Nase hält er sich etwas verschlossen, aber wenn man ihn dann auf der Zunge hat, merkt man, der hat ordentlich Power. Und nicht nur das, er hat ein ganz tolles Aroma. Er schmeckt wahnsinnig komplex. Was eben noch so ein bisschen trockener wirkte, kriegt auf einmal unheimlich Süße. Ja. Kriegt Volumen. Ja. Kriegt sehr viel Volumen, wird sehr kräftig. Ich weiß, warum der Thomas das jetzt ein bisschen Wasser reingetan hat, weil der wird schon sehr kraftvoll im Mund. Damit muss man klarkommen. Ich mag das. Ich gut. Ich mag ihn so, wie er ist. Ein paar Tropfen Wasser helfen, den nochmal aufzuschließen. Der macht noch ein bisschen auf. Da kommen noch so florale Noten, also so blumige Töne mit rein, die ich vorher nicht geschmeckt habe. Die brauche ich als Westernreiter nicht. Das war ein Witz. Kein Westernreiter. Trinke nur Whisky wie Westernreiter. Also ich finde, das ist ein sehr ungewöhnlicher und guter Bourbon. Es ist ein wunderbarer Whisky. Er hat 9 Jahre auf dem Buckel. Das ist für einen Bourbon viel Zeit. Da hat er ordentlich Aromen aus den Fässern gezogen, aber er ist noch nicht bitter geworden. Das ist immer die große Gefahr, wenn Whiskys zu lange in Fässern lagern, dass irgendwann das Holz zu stark durchkommt. Da hat man das Gefühl, man hat bloß noch Splitter im Mund. Das ist bei dem überhaupt nicht. Man muss aufpassen bei den Bourbon. Manche Bourbon haben den Hang, zu süß zu werden. Ja. Und das ist bei dem hier überhaupt nicht der Fall. Ich finde, da ist er wirklich sehr zurückhaltend, da ist er genau richtig. Ausgezeichneter Whisky. Nicht umsonst einer der bekanntesten, beliebtesten und berühmtesten Whiskys. Und wie gesagt, wie Rainer schon sagte, man glaubt es kaum, aus der Destillerie Jim Beam. Die ja sonst ein bisschen verschrien sind, in Richtung Billig-Whiskys oder so zu gehen. Ja. Also lasst euch nicht von solchen Namen abschrecken. Auch in solchen Destillerien gibt es einfach außergewöhnliche Schätze zu entdecken. Ja, außergewöhnliche Whiskys. Und dabei ist dieser Whisky gar nicht so teuer. Man bekommt ihn so ab 32 Euro. Ich finde, für den Preis ist es ein hervorragender Bourbon. Einer der besten Bourbons, Kentucky Straight Bourbons, die ich jetzt so bisher probiert habe. Und das für das Geld? Prima. Fantastischer Whisky. Sollen wir zur Wertung schreiben? In diesem Sinne, auch zur Wertung. Ich habe meinen Stift schon bereit. Ich habe meinen Stift an. Nein, da liegt er. Da ist auf dem Tisch. So. Da. Gebe ich gern. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und was ist für mich? 92. Und ich als Bourbon-Freund 94%. Gut. Ich würde sagen, alle Whiskys, die über 90 kommen, sind in unseren Augen schon mal außergewöhnliche Whiskys. Sind auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Genau. Auf jeden Fall trinkbar. Ja. Keine Schande, ihn zu verschenken. Im Gegenteil. Genau. Da muss man sich nicht verstecken. Da muss man sich nicht für schämen. Das ist immer erste Wahl. Und der Knob Creek gehört ganz eindeutig dazu. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Dankeschön. Dankeschön, Thomas. Danke, Rainer. Und wir sehen uns demnächst wieder im Whisky Club. Bis dann. Tschüss.